Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte euch vorstellen, was wir mit Joomla X machen, vorhaben und soweit wir Zeit haben, auch ein bisschen Code zeigen. Dieses Logo hat Elisa für uns entwickelt, zu meiner Person. Ich bin Nils Bracek, im Netz unterwegs als Nibra, auf Twitter unter Hippie mit PHP in der Mitte. Ich arbeite als Software Quality Consultant und bezeichne mich selber als Clean Coder, weil ich also sehr strikt bin, was Codequalität und ähnliche Dinge angeht. Ich entwickle seit mittlerweile 1983, also ein Dritteljahrhundert, habe Erfahrungen mit Mainframes, natürlich Amiga, PCs und so weiter und so fort, heute Web. PHP mache ich seit 1999. Und Joomla seit Mambo-Zeiten. So, Joomla X. Warum denken wir überhaupt über sowas nach? Man kann Joomla vielleicht vergleichen mit einem Gummiball. Anfangs war er schön geschmeidig, weich, schnell. Ja, wenn man ihn aufgeschlagen hat, ist er sehr hoch gesprungen. Und im Laufe der Zeit, durch die technischen Schulden, wird das immer schwieriger, Änderungen dran vorzunehmen. Das heißt, dieses Gummi, es wird hart, es wird langsam und spröde. Und das zu ändern, ist sehr schwierig. Weil je älter ein Produkt wird, umso mehr Altlasten schleppt es mit sich und umso schwieriger wird es, das an neue Technologien und Ähnliches anzupassen. Also brauchen wir dafür eine Lösung. Und die Lösung sieht so aus, dass wir alle Hindernisse, die uns daran hindern, die neuen Technologien einzusetzen, beseitigen. Ja, das hört sich erstmal ganz einfach an, ist aber gar nicht so einfach. Aber was wir brauchen, ist Design for Change. Das heißt, wir müssen Joomla dahin bringen, dass es einfacher wird, Änderungen zu machen, wenn neue Technologien kommen. Ja, es gibt es zum Beispiel, was so gerade einen Hype macht, Headless CMS. Das heißt, die ganze Anwendung an sich läuft in JavaScript auf dem Client, aber die Daten werden vom Server geholt. Können wir mit Joomla bisher so nicht. Es ist auch nicht einfach, das einzubringen. Und viele andere Dinge machen uns schwierig. Wenn wir aber Design for Change machen, bekommen wir noch ein paar Dinge drauf zu, mehr oder weniger geschenkt. Nämlich, dass wir so ein Desaster wie von 1.0 auf 1.5 oder von 1.5 auf 2.5 nie wieder bekommen. Ja, weil wenn es darauf ausgelegt ist, verändert zu werden, dann sollte das auch einfach möglich sein. Und deshalb kriegen wir dadurch auch eine erhöhte Stabilität und Haltbarkeit letztlich des Produktes. Na, ich möchte aber mal ein paar Beispiele dafür geben, wo das schwierig ist. Nehmen wir mal CSS JavaScript, was wir im Frontend benutzen. Ja, wir hatten früher MooTools, das wurde inzwischen beseitigt, bis auf ein paar Reste. Haben sie ersetzt durch jQuery in Verbindung mit Bootstrap 2. Und das ist auch gut so. Ja, das ist okay, es funktioniert, alles in Ordnung. Aber Komponenten kümmern sich ums Rendering. Ja, das heißt, fast alle Komponenten haben irgendwelche HTML-Ausgaben, eventuell sogar JavaScript und so weiter und so fort. Das sorgt dafür, dass wir an der Ecke nichts mehr machen können, weil die Komponenten kaputt gehen würden. Ja, wir können kein Bootstrap 2 nicht durch Bootstrap 4 ersetzen, ganz einfach aus dem Grunde, weil viele Komponenten Bootstrap 2 benutzen. Macht es schwierig. Ja, weil wir haben ja nicht nur den Core, wir müssen eben auch unser Ökosystem berücksichtigen. Die Lösung dafür, Komponenten sollten nur noch Daten liefern und kein Markup. Ja, Komponenten produzieren Daten. Ja, und wir brauchen einen Renderer, der sich um das Rendern kümmert. Dann kann man einen Renderer hierfür machen, man kann einen Renderer dafür machen und den nehmen, den man braucht. Das ist das, wo wir hin müssen. Ja, zusätzliche Goodies, die wir davon bekommen, ist, dass wir das JavaScript-Framework beliebig austauschen können. Ja, wir können Bootstrap benutzen, wir können Foundation benutzen, Serp oder was einem immer auch einfällt. Und da die nur noch Daten ausgeben und kein HTML, können wir auch andere Ausgabeformate produzieren. E-Books zum Beispiel oder was weiß ich, diese AMP-Seiten, die neuen von Google,
oder PDF oder was auch immer. Und das ohne Probleme, weil wir uns nicht darum kümmern müssen, das Markup wieder rauszufiltern. Das andere Problem ist die Datenspeicherung, überhaupt Datenverwaltung. Wir haben ein bisschen SQL-Server, nicht ordentlich getestet, weil sich keiner damit gut auskennt. Das gleiche mit Postgres. Es soll funktionieren, aber es wird kaum eingesetzt, weil das nicht ordentlich gepflegt wird. MySQL haben wir. Gut. Das ist auch in Ordnung. Aber die Komponenten benutzen teilweise direkt SQL. Ja? Und das sorgt wiederum dafür, dass wir da nichts mehr dran ändern können. Wir sind festgefahren. Ja, diese ganzen neuen schönen Sachen wie NoSQL-Datenbanken und so weiter sind uns verschlossen aufgrund dessen. Ja, genauso können wir schlecht Komponenten anbinden an externe Datenquellen wie Web-Services oder ähnliches. Ja, die Lösung dafür ist es, die Komponenten sogenannte Repositories benutzen zu lassen. Das heißt, die kriegen praktisch ein Lager mit Daten, die sie abfragen können, aber dahinter wird versteckt mit Hilfe von Datenmappern, wo die Daten eigentlich tatsächlich herkommen oder hingehen. Ja, das ermöglicht uns eine ganze Reihe von tollen Sachen, nämlich, dass wir verschiedenste Datenquellen anbinden können, nicht nur MySQL, sondern wir können alles das machen, was zum Beispiel Doctrine kann. Wir können CSV direkt lesen und schreiben, wir können mit Webservice direkt lesen und schreiben. Da der Datenmapper sich um die Datenverwaltung kümmert, können wir Lese- und Schreibzugriffe voneinander trennen. Ja, und damit zum Beispiel 10 Leseserver machen und einen Schreibserver, um die Performance zu erhöhen. Solche Dinge sind jetzt in Joomla nicht möglich. Mit Hilfe von Datenmappern sind sie es aber. Und damit werden wir dann auch Enterprise-ready. Ja, und drittes Beispiel sind diese ganzen zusätzlichen Funktionalitäten, die wir in Joomla haben, wie zum Beispiel Tagging, Versioning und Workflow. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. ACL, Kategorien und so weiter fallen auch darunter. Das ist auch ganz gut und schön, dass wir das haben. Aber jede Komponente, die das unterstützen will, muss dafür eigenen Code bereitstellen. Das heißt, man muss bewusst in der Komponente Tagging einbinden. Was wiederum bedeutet, dass man Tagging nur schlecht weiterentwickeln kann oder verbessern kann, weil zig Komponenten davon Code benutzen. Oder wiederum andere Komponenten überhaupt nicht Tagging benutzen können oder man das auch nicht dazu schalten kann, weil das in dem Code nicht vorgesehen ist. Ja, und das ist durchaus ein Problem. Ja, und das sorgt eben dafür, dass wir den Code, der für Tagging zuständig ist oder für Versioning, überall in der Gegend verstreut haben. Ja, jede Komponente hat ein bisschen was davon und das ist ein riesiges Durcheinander und alles andere als clean. Ja, die Lösung dafür sieht auch relativ einfach aus. Diese horizontalen Belange wie Tagging und Versioning lagern wir einfach aus in sogenannte horizontale Komponenten und lassen die vertikalen Komponenten das benutzen. Das Ganze nennen wir orthogonale Komponentenstruktur. Ja, das heißt, wir haben einmal die vertikalen Komponenten, die alles das tun, was eigentlich die Komponenten tun sollen. Das heißt, Benutzer verwalten, Content verwalten, Events verwalten oder was auch immer man für Komponenten andenkt. Und das, was alle Komponenten gut gebrauchen können, wie Kategorien, ACL, Tagging, wird allen global zur Verfügung gestellt. Die können es nutzen, beziehungsweise wird per Konfiguration genutzt. Die Komponenten selber müssen dafür nichts vorsehen. Ja, was wir dabei eben noch zusätzlich bekommen, ist, dass die Wartbarkeit sehr stark erhöht wird. Das heißt, man kann Tagging weiterentwickeln, weil es allen einfach so, es ist, zur Verfügung gestellt wird, ohne dass die Komponenten irgendwelche Anpassungen dafür machen müssen. Ja? Und wir bekommen eben für alle Komponenten wesentlich mehr Funktionalität bei wesentlich weniger Code. Und das kann ja nur gut sein, weil weniger Code bedeutet in der Regel weniger Fehler. So, jetzt ist die Frage, wie geht man das Ganze an? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir hatten ursprünglich beschlossen, dass wir einen inkrementalen Ansatz machen. Das heißt, wir machen nur lauter kleine Änderungen, die möglichst nichts kaputt machen und brechen, sodass die Update-Schritte möglichst einfach werden. Dass wir eben diese Desaster von 1.0, 1.5 und so weiter nicht mehr bekommen. Wir haben es auch gemacht, aber es funktioniert nicht. Weil einfach zu viele Abhängigkeiten sind. Und ich habe vorhin in der vorigen Session die JFactory mit einem Haarknäuel verglichen, das also völlig verfilzt ist.
Alleine das Denken macht es sehr schwierig, da irgendwas in die richtige Reihe zu kriegen. Aber wir haben es wirklich versucht. Ja, wir haben 2 Monate strikt nur daran gearbeitet und festgestellt, das führt nirgendwo hin. Darauf entstand dann die Idee, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal Tabula Rasa und schreiben den Code so, wie er eigentlich sein soll. Und kümmern uns dann anschließend darum, die Funktionalität aus dem bestehenden System rüberzuholen und dann richtig zu implementieren. Und das, was in dem Clean Code drin ist und in das bisherige Joomla reinpasst, zurückzuportieren, sodass wir diese Lücke, die zwischen beiden ist, immer weiter verkleinern können. Ja, das heißt, wir wollen von Joomla 3, wie es jetzt ist, zu Joomla X in vielen kleinen Schritten kommen. Ja, das soll also kein großer Sprung werden. Und deshalb gilt dieses Joomla X eben als das Leuchtturmprojekt, weil das so die Richtung vorgibt, in die Joomla sich entwickeln soll. Ja, denn es ist uns ganz wichtig, und das haben wir auch von Anfang an gesagt, und dazu stehen wir auch nach wie vor, das wird alles mit One-Click-Update gehen. Ja, wenn das nicht möglich ist, wird es nicht gemacht. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es geht. So, natürlich hat so ein Ansatz Probleme. Ja, und eins der größeren Probleme ist eigentlich die Akzeptanz. Ja, weil viele sagen, also so eine große Lücke, das kriegen wir nie hin. Das schaffen wir nicht. Ja? Und es ist natürlich gut, dass das PLT skeptisch ist bei sowas. Muss auch sein, die sollen das Produkt ja beschützen. Na, das ist ja deren Aufgabe. Und deshalb ist es auch völlig in Ordnung, dass sie skeptisch sind. So, und um jetzt zu überzeugen, dass das funktioniert, haben wir einen Milestone definiert. Der heißt CDHM, das steht für Chris Davenport Happiness Milestone. Der heißt deswegen so nach Chris Davenport, weil der die Liste der Kriterien erstellt hat. Ja, und er sagt, wenn wir das alles können, dann sei er glücklich mit dem Ansatz. Deshalb heißt dieser so. Und der ist auch fast fertig. Uns fehlt davon nur noch der Workflow-Teil. Das heißt also eine horizontale Komponente, dann haben wir diesen Milestone erreicht. Und dann wird das PLT auch entscheiden darüber, wie es weitergeht. Ja? Und das nächste Problem ist der sogenannte Busfaktor. Weil im Augenblick ist das Gros der Entwicklung von mir. Und das ist natürlich insofern problematisch, dass wenn ich jetzt unter den Bus gerate, wie geht es dann weiter? Ja? Das ist natürlich auch eine blöde Situation, auch für mich. Aber wir haben jetzt einen Stand erreicht, dass es genug Ecken gibt, wo man was dran machen kann, an denen man auch ein Beispiel hat, wie es sein soll. Ja, so hat UFUG zum Beispiel gestern angefangen, UIKit-Anpassung zu machen. Also UIKit benutzen können als Framework. Ne? Also es ist offen für jeden. Wer Lust hat, daran mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen, sich bei mir oder bei Marco zu melden. Ja, und wir sind also sehr glücklich über jeden, der bereit ist, Hand anzulegen. Also, bitte meldet euch dazu. Okay? Gibt es bisher soweit Fragen? Das ist doch schön. Ich bin auch wieder wesentlich schneller durch, als ich eigentlich wollte, was allerdings bedeutet, dass wir ein bisschen mehr in den Code gucken können. Weil dann ist jetzt Demo-Time. Schalten. Meine Maus ist weg. Also, dann ist der rechts von mir. Ich kriege die manchmal nicht wieder rein. Das ist jetzt blöd.
Bildschirme spiegeln. Das ist so. Gut, jetzt müsstet ihr das sehen können, ne? Ja. Gut. Das ist also jetzt eine ganz einfache, simple Startseite, die einen Slider bildet, die ein Menü hat. Ne, wir haben eine About-Seite, eine FAQ, die mit Akkordeon arbeitet. Und wir haben zum Beispiel einen Blog. Ja, die Artikel sind hier ein bisschen aktdürftig, weil sie nur Dummy sind. Man könnte sie interessanter gestalten, das wird auch noch passieren. Also das hier sieht jetzt alles noch gar nicht so spannend aus, aber... bitte? Nein, nein, hier wird nicht. Ich fake alles selber, ich brauche da kein Programm für. So. Ja, das ist bei weitem nicht fertig. Dieses UI für den Page-Builder existiert noch nicht, aber die Datenstrukturen schon und die Seiten sind auch damit gebaut. Ich kann die Daten gerne gleich mal zeigen. Was wir also haben werden, ist hier auf der linken Seite der Baum der Content-Struktur. Ja, die kann man natürlich auch ausklappen. Ja, das heißt, wir haben auf der Administration jetzt die Seite Page-Builder, eine andere gibt es da nicht und bei Home haben wir diese Seiten. Und bei Blog gibt es dann noch diese Unterseiten. Ja. Hier gibt es noch nicht so viel zu sehen. Hier wird man Templates finden, Layouts finden, verschiedene Content-Elemente finden und deren Eigenschaften einstellen können. Dieses User-Interface ist praktisch geklaut von den üblichen Präsentationsprogrammen, wo man eine Masterfolie hat, die praktisch dem Template entspricht. Und dann kann man verschiedene Layout-Elemente hineinziehen, indem man sagt, also ich möchte hier vier Textfelder haben mit Überschrift oder ich möchte nur eine Überschrift haben oder eine blanke Seite. Und in diesen Layouts wird man Blöcke reinziehen können. Einmal strukturelle Blöcke, um zu sagen, also dies hier soll ein Slider sein. Ich möchte hier gerne einen Slider haben, ich möchte hier ein Akkordeon haben, ich möchte hier Tabs haben oder ich möchte hier eine Reihe von Spalten haben. Und die wiederum kann man dann füllen mit entweder Konstanten, das ist das, was wir jetzt mit dem Custom-HTML-Modul machen würden, oder man kann direkt Bilder reinhauen oder man kann eben referenzieren, dass man auf bestimmte Datenelemente zurückgreift. Die Datenelemente sind untereinander vernetzt, das heißt, alle Relationen, die Daten haben, werden automatisch geliefert. Man muss also nicht nochmal extra in die Datenbank. Nehmen wir ein Beispiel. Man will einen Artikel darstellen und man hat eine User-Komponente, die über die Autoreigenschaft verlinkt ist. Sobald man also einen Artikel liest, hat man eine Property, die Autor heißt. Und da kann man reingehen, findet dort ein User-Objekt vor. Dieses User-Objekt hat als Rückwärtsverlinkung wieder eine Property, die heißt Articles, wo ein Repository hintersteckt, in dem alle Artikel dieses Autoren gefiltert, sortiert oder wie auch immer selektiert werden können. Das heißt also, es wäre problemlos möglich, für die Seite, die einen Artikel anzeigen soll, automatisch die Biografie des Autoren anzuzeigen und weitere Artikel dieses Autoren. Ja, und wenn diese Artikel wiederum Tags haben, dann kann man die genauso auslesen und eine Tag-Wolke machen zu den Artikeln, die dieser Autor geschrieben hat. Und das ohne darüber nachzudenken, wie man an diese Daten kommt, die sind einfach da. Ja, das ist das, was das leisten die Repositories. Ja. Wir sollten dann vielleicht mal in die Daten reingucken. Kannst du vielleicht mal erklären, dass das Konzept ja ein anderes, nicht nur so, über so übliches Menükonzept, sondern dieses Page-Konzept, weil ich glaube, das versteht das noch niemand. Ja, okay. Wir haben bisher in Joomla Folgendes, dass wir die Menüs definieren und mit Menü-IDs ständig rumhantieren müssen und alle Informationen, Modulpositionen und so weiter an dieser Menü-ID festmachen. Ja. Was hier anders ist, ist, dass wir in Seiten denken. So wie das eigentlich auch der Benutzer tut, der die Seiten anlegt. Weil der denkt gar nicht in Menüpunkten, sondern in Seiten. Ich brauche eine neue Seite mit sowieso. Und genau diese Seiten legt man auch an. Ein Menü, das dieser Seitenstruktur entspricht,
wird automatisch angelegt. Das ist das, was wir vorher gesehen haben auf der ersten Seite. Das Menü wird automatisch erzeugt aus dieser Struktur. Ja, da muss man sich nicht drum kümmern. Natürlich kann man beliebige andere Menüs zusammenbauen, wenn man das gerne möchte. Aber man muss das nicht mehr. Ja. Der grundsätzliche Unterschied ist also der, dass wir nicht mehr von dem Menü ausgehen und dann irgendeinen Bulk von Content haben, der dann entsprechend gezogen wird, sondern wir haben wirklich eine nachvollziehbare, auch für, ich finde, sehr intuitive Content-Struktur haben, auf die zugegriffen wird. Ja, und man definiert einfach die Seiten mit Platzhaltern für Artikel zum Beispiel. Und das war's schon. So, das Problem ist hier jetzt, das anschaulich zu machen, weil das User-Interface eben nicht fertig ist, das verständlich zu zeigen. Deshalb möchte ich das an den Datenstrukturen zeigen. Ja? Ich denke, dass an dieser Stelle soll man auch sagen, okay, das ist das Neue. Es ist vorgesehen, dass auch die traditionelle Arbeitsweise unterstützt wird. Also man muss nicht das neue Denken übernehmen, man kann. Also wenn man noch traditionell über das Menü gehen würde, wie heute, kann das dann. Ja, die Zielsetzung ist die, dass das, was jetzt in Menüstruktur vorliegt, entsprechend hier auch funktionieren wird. Dazu wird es aber wahrscheinlich nötig sein, das in diese Seitenstruktur irgendwie zu transformieren. Wie die Zwischenschritte aussehen, die das dann auflösen und das möglich machen, das ist noch nicht klar. Das wissen wir noch nicht. Es wird gelöst werden. Ja, das kann ich sagen. Das wird es auf jeden Fall, weil die Transition von dem bisherigen Menüsystem in dieses hier ist nichts, was man mal eben selber hinkriegt. Das ist relativ komplex. Ja? Aber es wird es weiterhin möglich sein, ein Menü anzulegen? Ja. Ja. Und zwar letztlich, indem man auch diese Content-Elemente benutzt. Wir haben da einmal einen Satz Content-Elemente, die relativ primitiv sind, wie zum Beispiel einfach eine Headline. Oder ein Paragraph, ein Image, ne, solche ganz simple Dinge. Und die kann man wiederum zusammenfügen zu beliebigen Einheiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Footer so ein spezielles Menü haben will auf Impressum und über uns Seite und so weiter und nicht diese Content-Struktur abbilden will dort, dann nehme ich einfach einen Link und pack den dahin und lass den auf den Artikel zeigen. Ja, mehr wird das nicht sein. Also wir denken gar nicht mehr so in ich habe da jetzt ein extra Menü, sondern ich habe da den Link zu der Seite. Und das ist ja auch das, was man intuitiv eigentlich will. Ja, ich will ja nicht Menüs anlegen. Das ist ja nicht das, warum ich eine Webseite habe. Ja, sondern ich will Seiten machen. Und dann will ich dafür sorgen, dass man da auch hinkommt. Das heißt, ich brauche irgendwo Links dahin. Und das ist dann zufällig ein Menü. Also technisch gesehen ist das dann eigentlich gar kein Menü, es ist nur von der Funktion her ein Menü. Technisch ist es einfach nur Content. So, fangen wir mal mit den Templates an. Ja, ich mach gleich was an Sekunde. So, ja. Das ist das, was wir bisher an Daten für ein Template brauchen. Das ist nämlich eine ID, der Pfad zu dem Template, wo es zu finden ist. Und welche Skriptbibliothek er benutzen will. Das ist das, was ein Template ausmacht. Dann haben wir. Also die Datenstruktur in der Datenbank natürlich. Ein Template selber ist sehr viel umfangreicher. Ja? Ich denke, das ist gut zu sagen, dass das jetzt, es ist ein Proof of Concept, also wir greifen hier jetzt auf eine Datentabelle zu, in CSV-Format, aber natürlich wird in Endprodukt wird das alles grafisch, braucht man sich nicht kümmern um Tabellen und so Zeugs. Also bitte keine Furcht davor. Lass uns auf die Frage eingehen, die da gestellt wurde.
Ist eine, welche Frage hat? Doch, das, weil man die enthaltenen Elemente auch festlegen kann, was das für welche sein sollen. Also, da ich diese Links alle in einen Container reinpacke, damit die gleichartig gestaltet werden, kann ich durchaus sagen, dass dieses ein NAV-Container sein soll. Ja. Ja, es ist nur nicht ein Menü in dem Sinne, dass es die Page-Struktur darstellt, die Seitenstruktur. Ja. Denn ansonsten, man kann es darstellen, also was immer man möchte. Denn die SNAF macht in HTML5 jetzt Sinn. Ja, aber was weiß ich, was es noch für Sachen geben wird, muss man vielleicht ganz was anderes sagen. Das heißt, wenn ich da NAV irgendwie hart kodieren würde, hätte ich schon ein Problem. Ne? Deshalb bleibt das offen. Ich habe eine kurze Frage. Ja? Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als würde man eigentlich in Frameworks gedrängt. Wie kann ich denn jetzt einfach sagen, ich möchte keinen davon nutzen, sondern ich möchte einfach mal einen Code? Also, wie gebe ich das in der Tabelle an, als würde ich zum Beispiel. Nein, also im Prinzip würde das wenn du kein überhaupt kein JavaScript-Framework benutzt. Ne? Ja, geht's denn gar nicht, dass der auch CSS-mäßig. Ja, gut, das ist CSS und JavaScript, das ist, ne, fasse ich jetzt mal als eins zusammen. Das Template bestimmt, was es braucht. Ja? Und wenn du in dem Fall was völlig Eigenes machen willst, dann baust du dir ein Template, dass das kann. Und du müsstest dann dir die Arbeit machen, wenn du alles unterstützen möchtest, einmal die Content-Elemente, die definiert sind, einmal zu bauen. Ja, bisher sind das knapp 10 Stück, es werden noch ein paar mehr werden. Ja, aber das ist wirklich überschaubar. Ich kann solche gleich mal zeigen, wie die ungefähr aussehen, zumindest in Bootstrap 3. Ja, die Strukturen für Layouts und Pages sind sehr ähnlich. Nehmen wir hier mal so ein Layout. Ist das groß genug? Ist gar nicht groß genug, ne? Ne? Weil da haben wir im Prinzip auch nur einen Titel für das Layout, damit man das nachher im Editor wiederfindet. Dann können die sich auf ein schon bestehendes Layout beziehen, um das praktisch zu erweitern. Ich würde also zum Beispiel ein Layout haben, das das Logo und überhaupt den Header mehr oder weniger bereitstellt. Vielleicht auch das Menü, wenn ich ein globales Menü haben will. Und dann habe ich ein paar Seiten, die haben gewisse gemeinsame Elemente. Dann mache ich für die ein gemeinsames Layout als Basis. Das ist praktisch so eine Vererbung in Teilen, dass ich mir so Teil-Templates machen kann, die ich dann mit beliebigen weiteren Content-Elementen füllen kann. Ja. Und natürlich wird da angegeben, zu welchem Template die gehören. Ja? Das heißt dann alles das, was zurzeit in den Komponenten selber an HTML-Code generiert wird, in Views, ja. Das ist dann alles im Template drin? Letztlich, wenn es ums Markup geht, ja. Das heißt, das Basis-Template, was sozusagen Standard mit Joomla ausgeliefert wird, hat dann alle Elemente drin und ich kann dann erweitern. Ja, es hat einen definierten Satz an Basisgeschichten, aus denen du dann innerhalb deiner Komponente, da kannst du eigene Content-Typen definieren, praktisch als Erweiterung für den Renderer. Ich habe da auch ein Beispiel für da gleich. Und kannst da sagen, also mein Inhalt soll jetzt zusammengesetzt werden aus einer Überschrift, ein Stück Text, ein Bild und so weiter und so fort. Und dieses Content-Element heißt, was weiß ich, Template Selector. Dann hat man dieses zur Verfügung und da stellt es dann entsprechend dar, aus den Standardteilen. No? Das ist praktisch so eine Art Lego-System. Das ist ein CCK praktisch. Ja, es ist insofern kein Content Construction Kit, weil dieser Part zumindest keine Felddefinition und so weiter vorsieht. Sondern nur die Definition der Darstellung eines bestimmten Inhaltes. Ja, du kannst also festlegen, dass die Tags, die in diesem Element drin sind, an der Stelle dargestellt werden und zwar jetzt alphabetisch gelistet oder als Tag-Wolke oder wie auch immer. Ja, das kannst du dann definieren. Nun,
Also die Inhalte selber, was CCK ja können müsste, die Struktur der Inhalte, die kannst du an dieser Stelle nicht darstellen, sondern das ist wirklich nur die Darstellung. Für die Struktur der Inhalte sind die Komponenten zuständig. Ja, also die Trennung ist wesentlich strenger und klarer, als sie früher war oder jetzt ist. Ja, und das muss sie auch sein, weil wir sonst wieder die ganzen Probleme haben, die wir jetzt auch schon haben. Gerade um die zu vermeiden, müssen diese ganzen strikt sein. Na, so sieht ein Template aus, oder ein Layout aus. Eine Seite sieht im Prinzip ähnlich aus, weil eine Seite einfach nur ein Layout letztlich ist, dem man keine neuen Sachen hinzufügt. Und dann haben wir mal ein Beispiel, wie Daten aussehen können. Also der Content definiert ist. So, und da sieht man, dass ich dem Ding einen Namen geben kann. Und der muss innerhalb einer Seite eindeutig sein, weil der unter Umständen referenziert werden kann. Wenn ich zum Beispiel im Bereich Artikel, den ich Artikel genannt habe, den eigentlichen Blogartikel drin habe und ich möchte die Autobiografie darstellen, dann muss ich sagen, ich brauche die Daten aus dem Ding, aus Artikel. Und deshalb muss das innerhalb einer Seite eindeutig sein. Wir haben da ein Beispiel in Zeile 11. Zum Beispiel, da könnt ihr sehen, dass der nicht mit Joomla Content anfängt. Ja, also den hier. Ja, das ist ein Beispiel für einen selbstdefinierten Content Type. Ja, und da wird einfach gesagt, gut, das Ding soll überschrieben werden mit Templates. Und der weiß, was der zu tun hat. Der braucht jetzt keine Parameter, ansonsten könnte man die angeben. Der weiß einfach, dass er alle Templates anzeigen soll, in gruppierter Art und Weise. Aber der holt sich dann die Templates aus den Repositories und zeigt das entsprechend an. Das ist praktisch dieser Block hier. Der wird davon gemacht. So, jetzt mal zu einem sehr viel praktischeren Stück, nämlich wie so ein Booster 3 Columns. Nehmen wir mal spannenderen. Irgendwie wie ein Slider aussieht zum Beispiel. So, das ist die Content-Definition für den Bootstrap 3 Slider. Mehr ist das nicht. Ja, weil jeder Slider sieht so aus. Und das, was sich ändert, ist halt das, was entsprechend geliefert wird. Und das macht es halt recht simpel. Wenn ich jetzt das mit Foundation machen will, dann baue ich halt dieses Ding mit der Foundation-Syntax, mit den Klassen und was weiß ich nicht, was ich da alles brauche. Ja? Und das wird dann von dem Page-Builder entsprechend alles zusammengesetzt, um den Content darzustellen. Ein anderes Beispiel sind die Tabs. Ja, das ist alles relativ einfach. Die Tree-Struktur zum Beispiel ist etwas ein klein wenig komplizierter, weil die rekursive Funktionen enthält und zusätzliches JavaScript noch reinschmeißen will. Das ist aber auch möglich in diesem Stub, weil das Ding ist halt das, was sich darum kümmert, einen Baum korrekt darzustellen. Und da ist dann alles drin, was gebraucht wird, um das zu tun. Und mag sein, dass das im Endeffekt das noch mehr Struktur kriegen wird, weil das Interface sich noch entwickelt. Ja, das sind die ersten Ansätze dazu, diese Content-Elemente darzustellen. Das ist nicht die endgültige Fassung, aber man sieht hier ungefähr, wo die Richtung hingeht. Okay? Gut, dann hatte ich gesagt, ich zeige nochmal den Content-Typ, der selbst definiert ist. Das ist einmal zum Beispiel so ein Stück. Ja, da sage ich einfach, der Template-Selector ist erweitert den abstrakten Content-Typ und ist im Wesentlichen nur dafür da,
diese Accept-Methode zu implementieren und an eine bestimmte Funktion weiterzuleiten im Renderer. So, nun haben wir aber das Problem, dass der Renderer diese Funktion gar nicht kennt. Weil der hat die ja noch gar nicht. Weil es ist ein neues Content-Element, das kann er ja gar nicht kennen. Aber ich kann dann ein... Mal gucken, wo ich das habe. Hier im Handler habe ich das versteckt, glaube ich. Ich habe mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, dass... oder ich habe den Refaktorisierungsschritt noch nicht geschafft, das in eine eigene Klasse zu packen. Aber es ist im Prinzip hier. Hier registriere ich den Content-Typ. Da sage ich dem Output, also dem Renderer, dass es einen neuen Content-Typ gibt, der heißt Template Selector. Und mit dieser Funktion soll er ihn bitte darstellen. Und hier sieht man eben sehr schön, dass der sich einmal ein Repository holt, um Templates lesen zu können. Dann holt er sich alle Templates. Dann werden die irgendwie gruppiert. Da wir jetzt noch keine Gruppen haben, macht das nicht allzu viel Sinn, aber es ist hier angedeutet. So, und dann baut er die alle zusammen in ein Akkordeon. Ja, weil das soll so gruppiert sein, in, zum Beispiel in derzeit benutzt, kürzlich benutzt und zur Verfügung stehend, zum Beispiel. Ja? Und dann geht er diese Gruppen durch, macht für jedes Ding ein Div und packt da die einzelnen Bilder für rein. Ja, das ist dieser neue Content-Typ, der dann so aussieht. Das heißt, ich hätte im Prinzip nun das ein Akkordeon, das so viele Fächer hat, praktisch wie ich Gruppen angelegt habe. Und da sind dann entsprechend die Bilder drin für das Template. Hier könnte ich dann halt noch bestimmen, was damit passieren soll. Kann ich eine Action dranhängen in irgendeiner Form. Ist das soweit klar? Oder ist das zu doll? Also wenn ich hier abhebe, sagt mir rechtzeitig Bescheid, ne? Solange ich den Boden noch wieder erreichen kann. Ja? Aber es ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde, halt, wenn ich jetzt in meiner Komponente spezielle Views brauche, wie mache ich das? Und das ist halt genau das, man macht einmal diesen Content-Typ, damit man diese Klasse hat, zum Erkennen, dass es dieser Content-Typ ist, und dann eine Funktion, die in der Lage ist, das zu rendern. Und das eben möglichst mit den Primitiven. Weil dann hat man nämlich die Garantie, dass das mit jedem Framework läuft. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Natürlich kann ich sagen, okay, mein Ding läuft nur eben speziell mit Bootstrap 3, weil ich hier speziell Bootstrap 3 reingemacht habe. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Nur weil man die Anwendungsmöglichkeiten seiner Komponente damit stark einschränkt. Ne, denn wir bieten hier ja gerade, und das ist Sinn und Zweck der Sache, eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Komponentenentwickler über diese ganzen Dinge überhaupt nicht mehr nachdenken muss. Im Idealfall, und ich hoffe, dass wir da auch hinkommen, wird es so aussehen, dass eine normale Komponente, die nur Daten schreibt und wieder liest, um sie darzustellen, im Prinzip vielleicht noch aus solchen Content-Elementen besteht, aber im Wesentlichen nur aus Definitionsdateien für die Entitäten. Dass man also die Datenstrukturen beschreibt und die Relationen dazwischen. Weil zum Lesen und Schreiben von Daten ist das alles Information, die man braucht. Da steckt ja schon alles drin. Warum soll man da noch irgendwelchen Code schreiben, wie Controller und Model und diesen ganzen Kram? Braucht man doch gar nicht. No? Und dann sind wir nämlich auch das Problem los, dass wir praktisch denselben Code in allen Models haben. Ja? Und wenn sich irgendwas ändert, muss ich 3 Millionen Models ändern. Das Problem ist dann weg. Weil diese Persistenzmodels wird es nicht mehr geben. Ja? Machen wir dann so ein bisschen in das Problem rein, dass wir gar keine Extensions mehr haben. Ich meine, das bedeutet ja für die Entwickler, dass sie komplett alles nochmal neu machen müssen für ihre Joomla-Extension. Also der Markt wird da schon kleiner werden, weil sie viele sagen, der Aufwand ist mir zu viel oder ich kann vielleicht gar nicht so programmieren. Und das geht dann auch schon zurück. Also, wenn du eine bestehende Extension darauf anpassen willst, musst du im Prinzip ja, 2 Dinge tun. Du nimmst deinen bisherigen View und schreibst ihn in dem Stile um, dass du Primitive benutzt. Das ist das eine. Und dann nimmst du deine JForm XML, die du jetzt hast, um die Formularstruktur zu definieren, und baust die ein bisschen um, damit die, das ist nicht viel Umbau,
dass die der Entitätendefinition entspricht. Und alles andere löschst du. Und dann bist du fertig. Ja? Das ist im Prinzip das, was nötig ist, um eine Komponente umzustellen. Eine, die nur Daten schreibt und liest, um sie darzustellen. Sobald du Business Logic brauchst, und da fängt es an, interessant zu werden, wird man ein Business-Modell bauen, also ein Model, das sich aber eben nur um das Business kümmert, nicht um Datenhaltung und diese ganzen Geschichten. Na, und im Idealfall werden wir es schaffen, den Controller virtuell zu machen, sodass du keinen eigenen schreiben musst, sondern dass dein Business-Model automatisch korrekt angesprochen wird. Na, da sind allerdings noch ein paar Experimente nötig, bevor ich sagen kann, dass das tatsächlich geht. Aber bis jetzt sieht es so aus. Na, also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da würde ich gerne hinkommen. Oh, Bildschirmschoner. Du hast ja am Anfang gesagt, dass es jetzt irgendwie so ein Status, Projektstatus gibt, dass PLT jetzt demnächst mal sagen muss, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Dann gehen wir mal davon aus, ja, mal angenommen, die sagen, ja, wie ist dann die Roadmap? Also was plant ihr denn, oder was, ich weiß nicht wer, aber was ist denn die Planung, wie lange das dauert? Keine Ahnung. Also das ist wirklich eine Frage, die ich dich absolut nicht beantworten kann. Wenn wir das hier alleine zum Laufen kriegen sollen, ohne Rücksicht, würde ich sagen, ja, gib uns 1-2 Jahre. Dann ist das Ding so, dass es läuft. Mit Glück früher, aber man will es ja nicht beschreiben. Also das ist durchaus machbar. Aber wir wollen ja bewusst den komplizierten Weg gehen und das bisherige Joomla dahin führen. Damit können wir jetzt schon anfangen, sobald das okay da ist. Das heißt, wir können zum Beispiel diese Repository-Geschichte, die würde im jetzigen Joomla schon laufen. Die könnte man übernehmen. Ja, und dann JDatabase deprecated machen und die in Joomla 5 rausschmeißen. Dass man ab Joomla 5 schon mal mit dem Repository arbeitet. Das ist möglich. Ja? Viele von den Dingen, auch der Page-Builder an sich. Denn es gibt ja schon am Markt tatsächlich Page-Builder, die ähnlich arbeiten, wie das hier gedacht ist. Auch das könnte man schon parallel zu dem bisherigen reinbauen. Und dann das Menüsystem deprecaten. Ja, deshalb denke ich, dass das mit dem Überführen von dem Menüsystem entweder so automatisch geht, wenn man den Page-Builder benutzt, na, oder es wird halt im Laufe der Zeit deprecated, dass das von alleine verschwinden muss. Ja, weil der Sinn und Zweck dieser ganzen Übung ist, das jetzige Joomla in kleinen Schritten dahin zu führen. Das soll zeigen, wo es hingeht. Das ist nichts, was wir morgen haben. Aber Teile davon, wenn ihr wollt. Ja? Denn, weil daran liegt das letztlich. Weil wenn die Community sagt, sie will das haben, dann wird das PLT nicht nein sagen. Ganz gewiss nicht. Oder, Marco? Na? Wenn die Community das will, dann denke ich, wird das PLT nicht nein sagen. No? Ja? Ja, richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt davon, ja. Nur bin ich an der aktiven Entwicklung im Trunk, nicht in dem aktuellen Status, nicht beteiligt. Da habe ich mich in letzter Zeit überhaupt nicht drum gekümmert. Daher weiß ich nicht genau, wie da der Stand ist, wie weit das fortgeschritten ist. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Aber ich weiß nicht, wie der Stand ist in dem Punkt. Ob da in 3.7 schon irgendwas kommt, ob was Sichtbares oder nicht. Da muss ich passen, da müssen wir andere fragen. Ja, ob in 3.7 mehr Dependency Injection kommt, schon mal als Vorbereitung oder noch nicht. Ne? Also Robert sagt nein. Aber da könnte man natürlich schon mal hinführen. Klar. Weil Sie es halt als essentiell an, weil ohne Dependency Injection funktioniert das alles. Da sind wir uns durchaus einig, ja. Ja, du kriegst G-Factory, Christian, ich denke, du musst auf jeden Fall verlassen. Wir können es natürlich im Wrapper drumherum machen. Und wir haben ja jetzt auch schon ein Framework-Package, die STI-Package von der Joomla-Framework. Also im Grunde genommen kannst du das schon machen, aber das funktioniert eben beim ganzen System dann nicht so sauber. Ja, das wäre erstmal vielleicht ein Anfang, wenn die Core-Komponenten sich selbst sozusagen oder die Sachen, die sie bereitstellen, als
DI, dass sich gegen den DI registrieren wird, damit man es überhaupt irgendwo anders kann. Es wäre immer total cool, wenn die Core-Komponenten nicht die ganzen depreciated Funktionen benutzen würden. Ja. Ja. Also es gibt derzeit viele Baustellen, wo man gut aufräumen kann. Und wir sind ja auch im Prinzip genug Leute, dass wir das hinkriegen können sollten. No? Das ist aber so wie der Aufruf von vorhin. Nicht nur Joomla X, auch das aktuelle Joomla kann Hände gebrauchen. Sehr gut sogar. No? Also wenn ihr Lust habt, Ideen dazu habt, immer ran. Ja, ihr werdet gebraucht. Gut, wie liegen wir in der Zeit? Fertig. Fertig? Ihr habt eine Stunde gemacht, ne? Sagt der hier. Nee, dreiviertel Stunde, das sind wir genau. Ja, das ist doch wunderbar. Gibt es noch irgendwelche, ja? Ich habe eine letzte Anregung. Du hast eben gesagt, wenn die Community das haben will, dann wird das PLT nicht nein sagen. Der Community-Mensch in mir sagt, dass unsere Community aus zwei Teil-Communities besteht. Wir haben einen sehr developer-lastigen Teil, ja, und wir haben einen Teil der normalen Nutzer. Mhm. Und wenn du von beiden Seiten Zuspruch haben willst, musst du das noch in eine Form bringen, die auch beide Seiten verstehen. Ja. Ich glaube, der Developer guckt dein Proof of Concept Code an und sagt, cool. Ja. Für den Page-Builder, das ist der Teil, der massiven Impact darauf haben wird, wie in Zukunft Joomla funktioniert. Ja, deshalb ihr einen fluffigen, kleinen YouTube-Film, 2 Minuten, macht einen Zeichentrickfilm. Ist ja kackegal. Einfach damit der Workflow klar ist. Okay. Ja. Dann wird verständlich, was ihr da baut. Ja, weil das ist schwierig zu erklären geworden. Das ist richtig, ja. Nein, ist eine gute Idee, David. Ich werde das aufgreifen und wahrscheinlich auch im Bälde tun. Dafür wirst du auch jemanden finden, der sich neben dir setzt und das versucht zu verstehen, was ihr macht. Ja. Und da was Verständliches draus baut. Mhm. Okay, danke. Das werde ich aufgreifen. Dann werde ich also demnächst was sehen können in der Art. Weil ich hatte eigentlich gehofft, mit diesem Page-Builder schon so weit zu kommen, dass ich da irgendwas zeigen kann. Also mehr Action als diese statischen Bilder. Aber das hat leider nicht geklappt, weil der Teufel liegt auch da immer im Detail und auch ich bin auch das nur freiwillig nebenher und nicht hauptberuflich. Von daher hat das diesmal nicht so geklappt vom Timing her. Na, aber wie gesagt, wir sind jetzt an einem Stand, wenn jemand Lust hat, Bootstrap 4 zu machen oder Foundation zu machen und das einzubinden, herzlich willkommen. Ja, das wäre eine Sache, die wir machen könnten. Eine andere Sache ist zum Beispiel mal die Facebook- oder Twitter-API als Datamapper einzubinden. Ne, wer sich das zutraut oder da Lust hat, das anzupacken. Das sind so zwei Baustellen, die mir so spontan einfallen, wo sofort jemand ran könnte. Ja? Ansonsten sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Applaus